Und willkommen wieder zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Mein Name ist Delifos und es geht wieder da weiter, wo wir beim letzten Mal in dem Sinne aufgehört haben. Nämlich in der Hinsicht beim Warenlager, wo wir beim letzten Mal ja stehen geblieben sind. Ah, jetzt läuft doch wieder alles so, wie es sein soll. Oh! Truhe! Weg damit! Edward! Mega-Portion. Und noch ein bisschen Geld nehme ich immer gerne mit. Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Schade. Ist hier noch irgendwas? Yep, Geld ohne Ende. Und noch mehr Geld. Ja, beim letzten Mal hatten wir... Moment, da ist doch noch was. Ach so, nee, das ist... Nee, das ist nur Dekoration. Okay. Beim letzten Mal sind wir ja in Agrabah, um genau zu sein, stehen geblieben, wo wir ja nicht weiterkamen. Beziehungsweise, was heißt nicht weiterkamen? Weiterkamen wir ja schon, aber... Hat nicht viel gebracht beim letzten Mal, soweit ich mich noch erinnere. Ich weiß natürlich auch nicht, ob ich in der Hinsicht noch weiß, was ich hier tun muss. Dafür ist es schon zu lange her, seit ich das letzte Mal Kingdom Hearts aufgenommen habe. Ich muss auch sagen, dass der letzte Part von Kingdom Hearts, den ich jetzt aufgenommen habe, das heißt, den ich jetzt aufgenommen habe, den ich aufgenommen habe allgemein, der ist schon ja auch einige Monate, beziehungsweise ich glaube sogar fast ein Jahr her. Wenn ich mich da jetzt nicht so ganz vertue. Aber gut, hier komme ich nicht weiter. Von daher entschuldige ich mich, falls es ein bisschen länger dauern sollte, bis ich mich hier wieder reingefuchst habe. Aber ich habe das wirklich schon extrem lange nicht mehr gespielt und ich muss mich da erstmal wieder reinfinden. Zwar Drecksviecher, ich hasse diese Biester. Aber was ein Glück, dass ich schon die Heilfähigkeit habe. Aus dem Weg! Oh, ihr seid solche feigen Bastarde! Ich hasse das, wenn die Gegner immer solche feigen Arschgeigen sind. Und von hinten, okay, ich sag jetzt erstmal nichts. Wer ist da? Hallo? Mein Name ist Jasmin. Mein Vater ist der Sultan von Agrabah. Oh, also bist du eine Prinzessin? Er wurde von Jafar gestürzt, der nun über die Stadt herrscht. Okay, Jafar? Hast du noch nichts von ihm gehört? Er ist der Großvisier. Er besitzt böse Kräfte und hat Agrabah unterworfen. Er sucht verzweifelt etwas. Er nennt es das Schlüsselloch. Jafar hat mich auf der Flucht erwischt, aber er hat mir geholfen. Wer hat dir geholfen? Wir hatten uns in der Nähe versteckt, aber er musste noch etwas erledigen. Oh, ich hoffe, Aladdin ist nichts passiert. Aladdin, wo könnte ich diese Ratte finden? Jasmin, erlaubt mir, euch eine passendere Begleitung zu finden, meine liebe Prinzessin. Diese kleinen Ratten sind eurer unwürdig. Jasmin, lauf! Ah, der Junge mit dem Schlüssel. Ihr seid doch keine Bedrohung. Ich meine, ich gebe zu, ihr gibt sogar... Oder ihr macht sogar... Scheiße, das war jetzt blöd, was ich gemacht habe. Ihr macht sogar fetten Schaden, das gebe ich zu. Aber eine große Bedrohung seid ihr in gewisser Art und Weise nicht. Hallo, komm mal her. Komm her! Sag mal, hab ich gesagt, greif an?
Aus dem Weg! So. Das nehme ich mit. Mega-Portion. Ja, da sage ich nicht mehr. Halt, 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 halt. Nein, wollte ich sagen. Da unten sehe ich noch was, aber da komme ich gleich zu. Einmal F, einmal F. Ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, mich anzugreifen, oder? Komm mal her. Ich hasse es ja nicht mehr. Die falschen Tasten drücke, die ich gar nicht will. Gib mir das. So. Bisschen Geld kann ja nicht schaden, bisschen Energie aber allerdings auch nicht. Ich möchte da erstmal runter, bevor ich mich hier gleich ins Getümmel stürze. Weil je mehr Kohle ich habe, umso besser ist das eigentlich für mich. So, einmal. Komm! Hoch da jetzt! Geht doch! Rüber! Rüber und hoch! Guter Junge! So, da wollen wir jetzt hin. Hier schon wieder. Na, was heißt hier schon wieder? Mit denen habe ich ja eigentlich bisher jetzt noch gar nicht gekämpft. Also zumindest nicht, nicht in der Hinsicht gesehen. Oh, du bist so ein Dämlack, ey. Ich hasse sowas. Ja, genau, wieder von Daitame. Sowas hasse ich, ehrlich. Sowas hasse ich, denn die Gegner immer so extrem feige sind. Aber egal. Och, komm schon, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Aus dem Weg. Verpiss dich. Oh, jetzt muss ich noch mal in Aladins Haus, weil ich dringend Energie brauche. Oh, was haben wir denn hier? Ah, der 37., 38. und 39. Dalmatiner sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Sehr schön, dann kann ich einmal speichern. Nein, nicht speichern. So. Einmal wünschte ich mir wirklich, dass es mal so klappen würde, wie ich es gerne hätte. Aber im Moment klappt hier gerade gar nichts. Ah, oh, Kamera auf Doom! Fuck! Ah, wie ich die Kamera hasse manchmal. So, Rainer jetzt. Du geh mir nicht auf den Sack! Du willst es ja nicht anders, Freundchen. Aber ich kümmere mich gleich um dich. Ich kümmere mich persönlich gleich um euch. Aus dem Weg! Bisschen Geld, bisschen Energie. Komm mal her! So. Energie wieder. Verpiss dich. Ah, so habe ich das doch gerne. Wo ist jetzt noch ein Gegner? Wollt ihr mich wirklich jetzt gerade flachsen oder was? So. Und Gegner, jetzt lasst mich bitte in Ruhe. Ich will hier endlich durch. So. Geht doch. Mehr wollte ich doch gar nicht. Hau ab. Dann ist mir das Geld jetzt gerade nicht wert, da runterzuspringen. Ey.
Geht doch. Aus dem Weg. Danke. Kamera, dreh dich mal bitte ein bisschen. Ich sehe nämlich gerade gar nichts. Danke. Moment. Das zu allerdings. Oh, was haben wir hier? Final Elixir, nice. Oh. Der Teppich flog. Der Teppich ist zur Wüste geflogen. Folgen ihm, Sora. Interesting, interesting. Weg damit. Oh, noch mehr Geld. Jetzt ist die Frage, sollte ich jetzt schon zur Wüste gehen? Ja, großartig, weiter kann ich hier sowieso nicht, also von daher muss ich ja eh weiter. Also machen wir uns auf zum Weg zur Wüste. Denn dort, finde ich, haben wir ein bisschen mehr Karten, oder bessere Karten gleich. Und um euch kümmere ich mich noch gerne herzlich. Hab ich kein Problem mit. Aber lasst mir bitte das Geld da, ich möchte denn jetzt das einsammeln. Aus dem Weg! Noch mehr Energie und noch mehr Geld. Moment, ich möchte mich einmal oben umschauen. Nur ganz kurz, nur für den Fall. Kamera auf du, May. Okay, da komme ich nicht weiter. Gut, okay, okay. Okay. Wow. Das hat für einen kurzen Moment gerade geleckt. Aber egal. Speichern? Nein, nein, nicht nochmal, nochmal nicht. Danke. Will er uns fliegen? Oh, hier ist wieder. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg, habe ich gesagt. Aber ihr wollt es echt gerade auf die harte Tour lernen, oder? Gut, bitteschön. Je mehr Energie ich einsammeln kann, umso besser ist es für mich. Oh. Es ist wieder auch ein gutes Gefühl, muss ich sagen, mal wieder Kingdom Hearts zu zocken. Einfach, weil ich das Spiel auch, wie ich ja schon vorhin sagte, ja, lange nicht gespielt habe. Und vor allem, weil ich auch fast vergessen hatte, dass das Spiel genial ist. So. Von daher ist es mal wieder ein gutes Gefühl, das auch zu zocken. Und aus dem Weg. Geht doch. Donnerwetter, nicht schon wieder. Genie, schaff sie uns vom Hals. Wunsch Nummer 1 wird sofort erledigt. Puh. Wenigstens ist das Problem geklärt. Was?
verstehe. Danke, Sora. Aladdin, was machst du hier? Das Übliche. Alten Schätzen hinterherjagen. Ich komme gerade aus der Wunderhöhle. Ich fand dort diesen Zauberteppich. Und diese Lampe. Nach der Legende braucht der Besitzer dieser Lampe nur daran zu reiben und der... Überlass die Vorstellung dem Profi! Der einzigartige Genie aus der Wunderlampe! Rubbel die Bubbel die Lampe und dein sehnlichster Wunsch wird erfüllt! Unser heutiger Gewinner, Aladdin! Gratuliere! Welcher Wunsch? Geduld, mein feiner, gefiederter Freund! Ganze drei Wünsche! Und eins Wünsch und zwei Wünsche, drei Wünsche, dann mach ich dir eine Banane und splitte mich! Der Gewinner hat seinen ersten Wunsch verbraten. Das war vielleicht ein Knüller, ich kann euch sagen. Zwei hat er noch. Also, Meister, wie lautet dein Wunsch Nummer zwei? Wie wär's, wenn du aus mir einen steinreichen Prinzen machst? Wow! Gut, Adel, Ruhm! Warum komm ich da nicht drauf? Dein Wunsch sei mir Befehl. 100 Diener und 100 Kamele beladen mit Gold, geliefert in einer halben Stunde. Dauert's länger, gibt's dazu gratis noch ein Eis. Und eine Cappuccino lasse ich auch noch springen. Nein, danke. Okay. Ich glaube, ich warte damit noch, bis wir in Agrabah sind. Wieso ein Prinz? Ach, da gibt's so ein Mädchen in Agrabah. Jasmin. Aber sie ist eine Prinzessin und sie würde sich nie in einen Kerl wie mich verlieben. Jasmin? Ach ja, genau. Sie steckt in der Klemme, Aladdin. Was? Kommt jetzt, zischen wir ab! Ay, caramba, ay, caramba, ay, caramba. Ich glaube, ich bleib mal bei der Truppe. Auch wenn ich gerne Aladdin dabei... Obwohl! Nee, ich glaube, wir machen das mal folgendermaßen. Wir nehmen jetzt mal... Donald raus und Aladdin mit rein. Für den Fall der Fälle. Oh, frische Luft, die freie Natur. Kommst du nicht viel raus, hä? Ist berufsbedingt. Phänomenale kosmische Kräfte, winzig kleine Wohnung. Immer drei Wünsche und dann geht's wieder zurück in mein tragbares Gefängnis. Ich hab Glück, wenn ich alle 100 oder 200 Jahre ans Tageslicht komme. Sag mal, Genie, was hältst du davon, wenn ich meinen letzten Wunsch darauf verwende, dich von der Lampe zu befreien? Das würdest du tun? Versprochen, Genie. Aber erst helfen wir Jasmin. Ja, und jetzt wird das richtig scheiße. Oh, ich hasse diese Biester. Die sind noch schlimmer als die anderen Fettsäcke. Die sogenannten Feuerspucker. Die sind leider echt extrem nervig. Das klingt jetzt auch irgendwo falsch. Aber egal. Gut, ich würde aber mal sagen, wir machen hier an der Stelle Schluss erstmal. Und beim nächsten Mal geht es dann direkt weiter. Ich werde mich allerdings nochmal hier kurz verstecken. Einfach um hier zum Speichern nochmal. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal geht es dann direkt weiter. Mal sehen, was uns noch erwarten wird. Und ich kann auch nur noch sagen, bis dahin, ciao, ciao.